Kitas Nacht ist wieder da und Modegott Guido Maria Kretschmer ist auch wieder da und unsere Lieblings-Eurovision Song Contest Göttin Conchita ist da und Gänsehautmusik von Fehler ist da und Käthe ist auch noch da und singt so toll und auch, oh guck mal, ich bin auch da und nee, Mensch, los geht's. Kinas, das wird schön heute Abend. Es gab eine Zeit, da kannte ihn noch keiner weit und breit. Keine einzige Frau hier im Lande. Ich sag euch, Kinders, was für eine Schande. Er war schon mal da. Und weil es damals so schön war, hab ich einfach gefragt. Und er hat so gesagt. Wir sind froh, dass es ihn gibt. Und ich schau im TV immer wieder, was er sagt über Jacken, Kleider, Hosen und Mieder. Begrüßt bei mir Guido Maria Kretschmer! La, 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 la. Ich habe eine Klimaanlage. Ach genau, du hast so einen Bläser zwischen den beiden. Ja genau, das möchtest du nicht. Es gibt Tage, wo man denkt, gut. Ja, aber, da könntest du es auch gebrauchen. So ist aber schön. Ah ja, es ist wirklich kühl hier unten. Ja, du kannst, wenn, wenn das du ist ja weiter für Frauen, rechts. Die müssen ja auch ständig, wenn Frauen muss ja ständig aufs Klo, das ist ja das Ding. Ne? Ich ja nie. Ach, du kurze Harnröhre doch nur, echt nicht? Ja, was? Ich habe eine ganz lange Harnröhre. Nein, ja. Nur die Shanties haben eine lange. Ach so. Die Frauen haben eine kurze. Was trinken wir denn? Und dieses Thema, weit, wo wir gerade beim Thema Trinken und Pipi machen sind. Guck mal, da ist sie. Ne? Ach, du hast sie schon, wir haben uns ja Aperol Spritz gewünscht. Obwohl neulich Thorsten Sträter da war und sagt, es hört sich ja an wie ein Insektenschutzmittel, Aperol Spritz. Wer sich auch immer diesen Namen ausgedacht hat. Das trinken meine Kandidatinnen immer. Ach, ehrlich? Ja, ja, die trinken das gerne. Das ist gern. Ein Frauendosenöffner, weil es ja so süß ist, ne? Prost, Prost! Ja. Ich bin ja so schnell besoffen. Das wird was werden. Frau Müller, können wir ein paar Eiswürfel haben? Frau Müller hat so Glanz in den Haaren, sehe ich gerade. Hat sie was gemacht mit der Farbe? Nicht. Ist das neue Farbe? Habe ich keinen Glanz. Ich dachte, doch, du auch. Aber wir kriegen so schwer Glanz in meine Haare. Das ist bei Blond das Problem. Weil die sind so dick wie... Blond? Ja, ja, blond. Ja, grau, ne? Und die muss man dann ganz glatt ziehen, wegen der Schamhaarkonsistenz. Die sind ja so hart. Die sind ja so... Die gehen ja so... Graue Haare machen, was sie wollen. Die sind ganz hart. Ja, ja, und nicht zu bändigen. Ich habe Glück bis jetzt. Also ich habe nur so ganz... Zwei hatte ich jetzt. Aber wie toll, dass du überhaupt noch so viel hast jetzt mit 50. Ja, ich habe ich Glück. Ich finde, faltenmäßig ist okay. Ja, und super. Haarmäßig geht auch noch. Jetzt was ich jetzt habe, ich... Oh, super. Pigmentstörung, denke ich gerade. Kommt bei mir. So, ja? Ich denke, was ist das denn? Vor kurzem so ein Schatten, denke ich. Oh Gott, ist das soweit. Wie Karl Lagerfeld später noch Handschuhe an. Ja, es hat er deswegen so, Handschuhe an? Nehme ich an. Also ich nehme es jetzt an. Ja, ich habe es gesehen. Ich habe jetzt auch schon so 4 Punkte. Dachte ich, ach so fängt es an und irgendwann habe ich dann so Fingerlänge. Machst du sonst? Würdest du irgendwas machen? Ich würde was machen, wenn ich mehr Zeit hätte, denke ich manchmal. Ich kenne auch so viele Opfer. Das ist das Problem. Ja, ich kenne so viele Opfer. Haben so schlimme Opfer gesehen? Ich habe so viel Elend gesehen bei Operationen und was Leute gemacht haben. Ja. Ich habe mit einer Frau vor kurzem gesessen, die hat Suppe gegessen. Eine Kundin, sehr charmant, aber das war wirklich zu viel. Die hat so gegessen. Die Suppe ist raus, die hat kein Gefühl mehr gehabt. Die hat gesagt, wenn der Mann sie berührt, die spürt das nicht mehr. Was? Nur Zungenkuss, hat die gesagt. Der Rest merkt die nicht. Also, das ist schrecklich. Ja, ja, das ist ganz schrecklich. Ist komplett. Ich möchte das nicht, glaube ich. Ich möchte, solange ich lebe, spüren, wo was ist, wenn es geht. Wir haben uns ja vor 2 Jahren genau hier in dieser Bank gesehen, ne? Ja, und dann war das der Fummel, genau. Das war mein Fummel damals, meine Lieblingsbluse, die ich natürlich immer noch im Schrank habe und zu privaten Momenten immer noch gerne anziehe. Also es war vor 2 Jahren ja gerade so eine Zeit, ja. Da war es ein bisschen in Blumen mit Streifen kombinieren. Jetzt sind nur Blumen gerade noch gerade so in, würde ich sagen, auch schon fast wieder out. Ja. Streifen läuft jeder mit rum oder nicht. Gibt es auch so bestimmte Kriterien, die man beachten muss. Die Qualität ist super.
5-mal gewaschen schon. Und was will also, auch bei Polyester passieren? Ja, das will ich passieren. Ich glaube, ich muss ja Polyester. Soll ich dir mal was sagen, Guido? Trennst du auch Polyester aus? Ich meine, mit dem Geruch muss die Bluse selber fertig werden. Aber man kann die einfach waschen, holt, zieht die aus dem Dings wieder raus, schmeißt die hin, die trocknet und dann zieht man sie wieder an. Ja, das nennt man Kofferware. Kofferware. Ich bin auf Tour. Was soll ich denn machen? Jetzt haben wir mal ein Bild. Darf ich mal die Fotos haben davon? So, und weißt du, was passiert ist? So sahen wir aus, ne, einmal zeigen. Wir sehen beide, ich habe gerade gesagt, wir können das gar nicht. Wir sehen aus, als wären wir Elefanten. Oh, schlimm. Guck doch mal und der Ritter ist nämlich auch gut in Futter. Und ich meine, wir sind aber der hatte das schon abgenommen, weil er eine neue Freundin hatte. Scheiße. Jetzt würde ich dir gerne was vorlesen. Ah. Und zwar habe ich das hier von damals ein paar, wie soll man sagen, Kommentare von Facebook zu Inas Nacht und zu der Bluse geschrieben. Kirsten Schabero schreibt, oh Mann, Ina, die Frisur in Kombination mit der Bluse. Ich dachte gerade, da steht Lilo Wanders. Helmut Rahn. Meine Mutter hat auch so eine Bluse. Die Bluse ist aber schon älter. Meine Mutter ist übrigens 93. Es ist nicht gefaked. Das war wirklich, deswegen kann ich ja die Namen auch sagen. Nein. Dann Susi 12. Ina sieht in der Bluse wie ein behindertes Zebra aus, das für Fleurop anschaffen gehen muss. Könnte die jetzt noch. Oh, Marianne Herbst. Oh, Zirkus Roncalli scheint abgebrannt zu sein. Hey, den habe ich, glaube ich, gar nicht mehr gelesen. Das finde ich aber gut. Oh Gott. Was diese Bluse angerichtet hat, Jungs, das hätten wir nicht gedacht, ne? Nee, ich auch nicht. Aber ist doch irre, was die Leute schreiben manchmal. Ja, irre, ohne Filter, einfach rein. Die anderen kommen ja oft schlimme, ne? Aber das war jetzt nur speziell für die Bluse. Ich habe jetzt hier aufgeschrieben wegen 50. Gibt es irgendwas in deinem Leben, was jetzt, wo du das Gefühl hast, das geht mit 50 jetzt nicht mehr? Ich habe das Gefühl, dass die Leute nehmen das anders wahr. Mir schreiben jetzt Leute, ja, sie sind ja auch schon älter. Oh. Oder vor kurzem sagt einer, kommt eine Kandidatin und sagt, ach, ich finde Guido so süß, das ist so ein süßer älterer Herr. Und ich dachte, ich flippe aus. Ne? Ich dachte erst mal, ich zähle ein paar Punkte. Herr, stehst du Hat sie gesagt? Gar nicht. Ich finde ihn so süß, der ist so knuddelig, so ein schöner älterer Herr. Ich dachte, blöde Kuh, habe ich nur gedacht. Dachte ich auch, zwei Punkte Abzug. Aber ich, nee, sonst würde ich sagen, ich glaube, es geht noch ganz gut. Ich habe ja auch Frank, der ist ja ein gutes Beispiel, der ist ja 60 geworden, was sich ja noch viel bezahlt. Finde. Unverschämt. Unverschämt. Unschlank. Ekelt uns an. Ja. Richtig, muss man richtig sagen. Willst du dich mal kurz hier mit hinsetzen? Wir brauchen mal ein Mikro bitte für Frank. Es ist manchmal schwer mit Guido zusammen zu sein, weil der immer weg ist. Nee, eigentlich nicht. Oder ist das eher schön, weil der immer weg ist? Nee, das ist nicht so schön. Also, aber ich habe mich daran gewöhnt natürlich. Und ich komme auch gut alleine, klar. Aber ich vermisse ihn immer. Kommst du auch manchmal nach Hause und denkst, hat er wieder nicht hier sauber gemacht? Wieso stehen hier die Kaffeetassen wieder überall rum? Nee, das macht er nicht mehr. Das früher nicht mehr. Früher war das manchmal so. Da wollte ich, dass alles so bleibt, wie es ist. Und dann hat Frank mal gesagt, Guido, wenn du weg bist, wird dir trotzdem gelebt. Ich wollte, dass die Blumen dann so stehen. Weil ich immer gerne alles so wiedersehe, wie ich es mal verloren habe. Ne? Ja, das ist auch gut, dass du überhaupt jemanden hast, weil je älter man wird, umso verschrobener wird man ja auch, was sowas angeht. Mhm. Wo habt ihr euch eigentlich kennengelernt dann vor 30 Jahren? In der Kneipe, so wie hier. So wie hier. Ach echt? In so einer mini kleinen Kneipe. Frank hat da gekellnert, kam gerade zurück. Kellner? Ich, ja. Wir haben da Studienzeit, habe ich gekellnert. Und wo? In welcher? In Münster. Ach, in so einer Öko-Kneipe. Ja, total. Warst du Öko? Öko-Künstler? Nee, ich war kein Öko. Ich war ganz weit weg von Öko. Und meine nymphomane Freundin Sibylle, die wirklich nymphoman ein bisschen war, die wollte unbedingt pinkeln. Ich sag, komm, lass uns weiter. Und sagt, nein, ich muss pinkeln. Die da rein, sieht sie, Frank sagt, Guido, ich hab einen. Dann sind wir zusammen reingegangen, da stand Frank. Sag ich, nee, das ist meiner. Sagt, du spinnst wohl, das ist meiner. Und so. Dann ging es dann gleich los und dann war ich dann Glück und so. Ein bisschen Glück gehabt. Ja, Sibylle war da. Weil du warst ja wahrscheinlich schon homosexuell, oder? Ja, erst als du Guido gesehen hast. Nein, war ich schon vorher. Dass ich mit Frankie auf dem Sofa sitze, das finde ich auch bizarr. Ist ganz schön. Ja, ist ganz schön, sieht so aus. Ja, weil er auch so nett ist. Meistens haben so nette Typen wie du ja so Arschlöcher als Männer. Und bei euch ist das nicht so. Soll ich mal das wieder wegtun und du darfst wieder zu deiner Sippe? Du hast es eben schon gesehen. 50. Hast du Geschenke gekriegt, wo du gesagt hast... Ja, scheiß Gutscheine, wie immer. Ne? Oh, jetzt habe ich es gesagt. Immer Gutscheine. Ich habe eine Gutscheinsperre. Wie kriegst du denn Gutscheine? So ein Scheiß, was ich gar nicht will. Irgendwie, dass Leute bei mir irgendwas machen, mit mir irgendwas machen. Ich möchte das gar nicht. Ich möchte eigentlich, hallo Guido, herzlichen Glückwunsch, da bin ich durch. Du hast ja auch alles. Ich habe so viele Gutscheine liegen. Ja, wenn... Was würde man dir denn für einen Gutschein, überlege ich, Massagen? Ah, kriege ich... Oh, nee, will ich auch nicht. Ich mache selber, wenn ich will. Wochenendtrips. Ach nee, ich finde so... Was Niedliches, also gar nichts Großes, ich weiß nicht. Nichts, was Platz braucht.
ein Buch finde ich immer ganz schön. Das kann man lesen und dann gibt man es weiter. CD-Musik liebe ich. Ich mag ja immer Champagner und Blumen. Das finde ich immer irgendwie schön. Blumen, ich finde ich auch, wenn sie weiß sind. Blumen sind immer toll. Hast du Angst vorm Altern? Nee, aber ich habe Angst vor so Scheiß, ne? Vor so unwichtigen... So Grunderkrankungen oder was? Ja, so, wenn andere was haben, denke ich, hoffentlich kriege ich es nicht auch. Also ich bin, wie meine Mutter ist das Problem. Meine Mutter ist ja so panisch. Vor? Allem. Oh. Also zumindest, wenn ich denke, Krankheit, denkt sie sofort, worst case. Die ruft mich an, meine Mutter hat ja mal, mein Vater hatte wirklich mal Leukämie und dann musste der ständig so Zytostatika nehmen. Ja. Und meine Mutter hat dann einen Morgen, ruft die mich an und so, Guido, Guido, und ich, Mama, was ist los? Oh Gott. Ich habe eine Chemotherapie. Ich, was? Da hat meine Mutter aus Versehen morgens statt ihrer Vitamintablette die dicke Zytostatika meines Vaters genommen und die kostete, glaube ich, 84 oder 184 Euro. Mein Vater hat nur gesagt, jetzt ist dein Weihnachtsgeschenk weg. Und meine Mutter hat gedacht, hat ihr fallen die Haare aus, habe ich gesagt, Mama, jetzt reiß dich zusammen. Das ist doch nur eine Tablette. Und da hat sie erstmal den Arzt angerufen. Die haben geschrien vor Lachen. Das ist ein Running Gag bei uns geblieben. Aber es ist auch lustig. Meine Mutter jetzt sagt die jetzt immer, ich hatte auch Chemo, sagt die. Ja, weil die nimmt ja nichts. Und die hat dann morgens so eine Tablette. Und dann, Guido, ich konnte Mama. Du konntest ja auch nichts tun. Das war sehr amüsant im Nachhinein. So, nächstes Thema. Kommen wir zu etwas Heiterem. Ja. Fashion Week, ne? Ich muss ja immer sagen, du machst das jetzt seit 10 Jahren. Ist es nicht irgendwie jetzt sehr viel Stress? Bringt das finanziell was und ist es nicht einfach auch nur nervig? Das ist manchmal auch nervig, muss ich sagen, weil jetzt mittlerweile ist da so Alarm. Ja. Das ist natürlich mein Beruf und ich mache das sehr, sehr gerne. Wenn zweimal ich das im Jahr. Ja, ja, das ist, ich vögel ohne Orgasmus, sage ich immer. Das ist ständig, fängst du an, denkst schon wieder so weit. Genau. Aber das Schöne ist, das ist natürlich auch mein Rhythmus, in dem ich schon so lange lebe. Für mich ist natürlich immer, wenn die anderen Sommer haben, habe ich Winter und dann geht es los. Und das ist es nicht unheimlich teuer? Das ist sehr wenn du teuer. Jetzt nur das machen würdest und würdest nur Guido Couture, ne, und nicht die Sendung und nicht alles, was du noch machst, sondern nur das, dann würdest du doch all dein Verdientes immer für die Fashion Week ausgeben, oder nicht? Nee, das ist schon sehr, sehr teuer. Aber nee, dann würde ich das ja nicht machen, wenn sie das nicht rechnen würde. Rechnet sie schon ein bisschen wenigstens. Ja, schon, aber das ist Mode zu machen, ist wirklich teuer. Ja. Aber ich denke immer, ach, Berlin ist auch so ein wichtiger Modestandort und ich bin ja jetzt da, dann muss ich da auch mitmachen. Also es gibt schon mal Momente, wo ich denke, ach, ich würde es auch gerne mal selber sehen. Das Problem ist, ich zahle ja immer nur und ich sehe es immer nur von hinten. Ach, ganz viele Leute schreiben mir immer, ich würde so gerne mal ihre Show sehen. Denke ich auch. Ne? Ich immer hinten bin jetzt auf einem kleinen Monitor, alle Models hauen mich um und dann zum Schluss, Guido, komm raus. Und wollen Models eigentlich heutzutage, bewerben die sich bei dir und sagen, ich mache es auch umsonst, Hauptsache du lässt mich laufen, oder muss man die immer schon noch... Nee, richtig Gott. Engagieren und bezahlen. Und ich zahle die alle, weil ich nicht will, dass die auf einmal dann so denken, jetzt geht's gar so. Nichts mehr. Nee, nee. Ich nehme mal ein Männermodel, gerade ein neues, weil der so toll aussieht. Der ist so als Truppenbetreuung, nehme ich den. Sag ich mal, kannst du dich noch mal kurz umziehen? Der zieht sich auch mal gleich um vor allen. Dann ist das ganze Büro glücklich. Homosexuell oder hetero für die Frauen? Nee, der ist hetero. Der könnte ganz toller Junge, ganz hübscher Kerl, ganz hübsch, auch Musiker und so. Ach so. Und wenn der sich aussieht, Jan Ole, also ich kann es nur empfehlen. Mhm. Also der ist toll, das ganze Büro ist gut drauf, alle Mädels sind begeistert. Selbst die Schwierigen haben eine gute Zeit dann. Also, und den würde ich sagen, der ist wirklich sein Geld immer wert. Und so. Wie so ein Zugmann hört sich das gerade an. Inzwischen diese Horde Kühe geschickt wird. Ganz süß. Na, der sieht dich süß. Shopping Queen, stimmt es, dass du in einem Asia-Imbiss warst, als du dich nicht entscheiden konntest? Also eigentlich ursprünglich solltest du ja, glaube ich, mitmachen bei Heidi Klum. Ja. Hast gesagt, meine ich. Dann haben sie gesagt, okay, würdest du denn vielleicht wenigstens für uns, wir haben so eine Idee für ein neues Format, Shopping Queen oder so soll das heißen. Genau. Und dann warst du beim Asia-Imbiss. Ja, ja. Und wusste es nicht. Und dann? Ich hatte überlegt den ganzen Tag, dachte ich, Mensch, mache ich das so? Fernsehen, soll ich das wirklich machen? Und dann war ich jetzt bei meiner Mutter und die meinte, mach das auf jeden Fall. Ich habe ihr das Konzept erzählt, da sagt die, klar machst du das, in deinem ganzen Leben nichts anderes gemacht, wie vor der Kabine gestanden. Da dachte ich, ja, ist was dran. Und dann war ich in so einem Asia-Imbiss und da war so eine ganz durchgedrehte ältere Hippie-Frau, die gerade nur kurz da war, die hatte ihren Mann verlassen in den 70er Jahren und wirklich so barfuß stand die neben mir. Ganz schräges Modell. Aber auch immer Menschen kennen. Ja, ja, und die stand neben mir und das war dann so eine, die nahm auch vor meine Hand so vom Asia-Imbiss und sagte, komm, wir setzen uns. Und dann setze ich mich hin und sagt sie auf einmal, eins muss ich noch sagen, das Angebot, was da kommt, das musst du machen, das macht dich glücklich. Und dann dachte ich, okay, ich mach's. Und hast du es gemacht? Nächsten Tag habe ich angerufen. Was für ein Riesenerfolg. Ja, aber das ist auch, weil es mir auch Freude macht, glaube ich. Das ist der Grund, warum das auch gut funktioniert, weil ich nicht gescriptet bin. Ich kann da sagen, was ich will, Gott sei Dank. Aber gab es denn auch schon mal Dinge, wo du gedacht hast, oh, wenn jetzt noch eine einkaufen geht, dann muss ich mich übergeben? Nee, tagesabhängig, wahrscheinlich, oder? Nee, ich habe vor kurzem hatte ich eine, wo ich dachte, jetzt flippe ich gleich aus. Ne? Ja? Ich war so impertinent, dachte ich, wenn die nicht aufhört, so, der hat auch so eine hohe Stimme gehabt. Also das war ein bisschen schwierig, und weil die auch nichts richtig fand. So. Die stand da immer und guckte und dachte, das habe ich schon 100 Mal gesehen. Aber in der Regel gehe ich da morgens hin mit Freude und
weil ich so scharf auf die Leute bin, weil ich mich selber so gut amüsiere. Immer noch? Ja, immer noch. Und fangen die Kamerajungs nicht ständig Verhältnisse an mit den Mädchen? Manchmal, oder? Manchmal so, ich denk immer, verlorene Seelen. Die sind doch verballert, wie die da jetzt gerade in die Kamera. Die gucken doch dann gar nicht so in die Kamera, die machen da, soll ich anziehen? Meinst du? Nee, weißt, na was gut, nee, nur für dich. Tok, 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 tok. Nee, weißt du, was die Fans machen? Mach das weg. Und so, wo ich immer denke, Mann! Nee, am ersten Tag sind die noch mal ein bisschen verspannt. Und ja, dann werden die so, manche von denen werden dann so Fernsehprofis. Die schreien Donnerstag schon, wo ist meine Maske? Und so, also geht ab. Ja, ja, manchmal. Und wir haben so einen Kameramann, den finden die ganz toll. Der schnurrt die auch immer so an. Siehst du? Und das ist dann und so der greift dann manchmal was ab, wahrscheinlich, ja, so ein bisschen. Ich, die sagen mir das natürlich nicht, weil die mir denken, sag das nicht Guido, weil der dann so. Nein, ja, weil du den rausschmeißt natürlich. Nein, ich schmeiß doch niemanden so raus und so. Nein, ich hab noch nie jemanden. Wenn die ständig mit den Kunden da rummachen? Ich sag immer, ihr müsst die Mädels gut behandeln. Das, ja, ist das Allerwichtigste. Kann man ja will, nicht, wenn man jede dritte Sendung einer abgreift. Aber es gibt manchmal welche, die sind in Not. Ne? Und heiraten, ja, oder dann ist ja gut. Wenn man sich da einig ist, dann ist ja auch ganz gut. Und die haben ja auch die neuen Klamotten dann und so, die wollen was erleben. Aber in der Regel haben die ja meistens einen Freund oder einen netten Partner oder so. Frau Müller, wir hätten auch gerne noch mal Eis. Sag mal, stimmt das, dass du Flugtickets, deine ganzen Flugtickets, ja, das sammelst? Stimmt, das stimmt. Immer noch? Ich habe immer Schiss gehabt vom Fliegen schon. Ich wollte immer fliegen, weil ich das schön fand, aber ich traue dem nicht so ganz, wie viele Menschen natürlich. Und ich kann auch im Flugzeug nicht gut essen. Das ist der einzige Ort, wenn ich dauerfliegen will, wäre ich so. Denn kannst denn? Ich denke, schluck nicht runter, denke ich, einer muss raus. Nee, ja. Irgendwie, oh, wenn ich, ja, manchmal. Ja. Und dann habe ich irgendwann, hat meine Oma mal gesagt, Guido, wenn du da fliegst, dann hältst du einfach dieses kleine Papierstückchen fest und das bringt dir Glück. Und das habe ich mir irgendwie angewöhnt. Also das Ticket. Ich halte das die ganze Zeit fest, habe das zwischen den Fingern und wenn ich das mal verliere, ist sowas los. Oh, hatte ich bei einmal auf dem Klo verloren, dachte ich, nein, mein Ticket ist, Abschnitt ist weg. Aber du sagst ja auch, du nimmst noch ganz viele Sachen, noch ein bisschen dein Bett nimmst du mit rein, dein Plimo, dein Kopfkissen. Ja. Immer, weil ich Federkopfkissen, ich mag keine Polesterwurst. Ne? Also ich habe immer eine Glühbirne dabei. Was? Ich hab, ja, wegen, weil ich die Sparbienen nicht so mag im Hotel und so. Ich mag, ich habe immer ein Kopfkissen dabei. Ich habe jetzt eine Quelle, ich habe mir 60 normale Glühbirnen bestimmt, darf gar keiner wissen. Genau. Die knallen ein bisschen früh durch, immer schon nach einem halben Jahr wieder, aber egal. Ja, ja. Das ist so normales, geiles Spiel. Später hat man Drogen importiert irgendwo, jetzt nimmt man Glühbirnen, habe ich auch gesagt. Ist ein bisschen, ich nehme alles, weil ich finde Sparbienen, die können mit dir machen, was sie wollen. Ja. Ich war jetzt gerade in Russland, in St. Petersburg, ich war im Bernsteinzimmer. Ach. Und da komme ich rein und denke, das glaube ich nicht, voller Sparbienen, das ganze Ding. 24 Jahre gemacht und dann mit Sparbienen ausgeleuchtet. Aber was ist mit dem Licht? Warum finden wir das so schlimm? Weil wir das nicht gewohnt sind, weil wir wollen, dass so ein Draht drin ist. Kann man nicht was machen mit Draht und trotzdem? Es macht doch ein anderes Licht. Es macht doch so ein Ding anderes Licht. Es macht alt und es sieht immer heller. Das finde ich ganz schön. Ja, es ist nicht schön. Es macht so kalt. Liegst im Hotel und denkst auf einmal, was ist denn jetzt los? Ja, ja, genau. Da muss man da ein anderes Ding rein. Ich bin dagegen. Du hast ja so viele Gedichte früher immer auswendig gelernt. Kannst du noch eins? Ja. Fragen das alle immer überall? Oder ist es ein bisschen originell? Ja, nee, schon viele fragen mal. So, mach mal ein Gedicht. Ich habe es meiner Oma gelernt. Meine Oma, meine Ostoma, mein Auffflüchtling. Auffflüchtling? Es ist lustig, wenn du das immer sagst. Ja, es ist aber so. Als wärst du jahrelang geflüchtet. Ich habe immer als Kind gedacht, ich bin mitgereist, weil meine Oma hat mir alles erzählt, deswegen war ich so nah an dieser verlorenen Heimat oder so. Woher aber kam die? Was war das denn? Die Schlesien. Ach so. Die waren Schlesien. Hat die auch so gesagt, geht doch, Jungchen. Ja, Boden, habt ihr denn schon was gegessen? Ja, so war's, genau. Ja, ja. Und ja, ich habe viele, also ich könnte lang oder kurz. Mittellang kann ich auch. Ja, mittellang wäre ganz schön. Was ich sehr mag, ist die Vergeltung von Nette von der Droste-Hülshoff. Deine Lieblingsschreiberin. Das mag ich, ja, die liebe ich sehr. Der Kapitän steht an der Spiere, das Fernrohr in gebräunter Hand. Dem schwarz gelockten Passagier hat er den Rücken zugewandt. Nach einem Wolkenstreifen sinnen die beiden wie zwei Pfeiler stehen. Der Fremde spricht. Was braut da drin? Der Teufel brummt, der Kapitän, der hebt von Morschens Balkens Trümmern ein Kranker seine feuchte Stirn. Des Äthers Blau, der Segelflimmer nach alles quält sein fiebernd hin. Er lässt die Blicke schwer und düster entlängst im harten Fühle gehen. Die eingegrabenen Worte liest er. Batavia 510, die Sonne steigt zur Mittagsstunde, das Schiff ächzt auf der Welle Höhen. Gezisch gebühlen aus Wüstengrunde, die Bohlen weichen mit Gestöhn. Jesus Marie, wir sind verloren, vom Mast geschleudert der Matros. Ein dumpfer Krach in aller Ohren und langsam löst der Bau sich los. Und dann geht's aber weiter. Das ist jetzt viel zu lang. Aber das ist viel länger noch und so. Kann man denn das üben? Nein, weil ich das mag, habe ich das gelernt. Und das ist. Ist jetzt in Ballade. Ich hätte keine Ballade bringen sollen. Doch, es ist doch, es ist gut. Okay. Weißt du, was wir jetzt machen, wir zwei? Wir machen gleich Bierdeckelchen. Und ich freue mich so, weil ich habe. Oh, okay. Ach, du drehst weißt, was nicht, wir jetzt machen? Ach, wir machen das synchron. Aber wir machen das synchron, genau. Ich drehe dich, halte dich von hinten. Also über dem Kopf, dann haue ich dir den Kopf runter. Jetzt 1, 2, 3.
So. Oh. Ich hätte sie, glaube ich, den Kopf runtergeschlagen. Das ging aber vor 10 Jahren irgendwie auch noch so, das schwuppte das hier so rüber und jetzt müssen die ganzen Ringe mit. Oh, Leute, herrlich. Ich finde, wir machen jetzt gar keinen großen Wirbel und sagen einfach, wir freuen uns so, weil sie da ist. Begrüßen wir Mephila! Anfang und Ende reichen einander die Hände, ich reiße die Wände von jetzt an nicht mehr ein. Blumen und Scherben immer zu. Schneiden wir Kerben mit Samthandschuhen, verkleiden es leichter als uns weh zu tun. Ich rauche den Atem, den ich noch habe und der uns fehlt. In Zeiten der weiten Stille, in den Hof hinaus, das Schöne. Applaus, ich trage die Gefechte von nun an nicht mehr aus. Augen sind Bücher, in die man seine eigene Geschichte schreibt und der andere liest, was übrig bleibt. Ich rauche den Atem, den ich noch habe und der uns fehlt. In Zeiten der weiten Stille, in den Hof hinaus, das Schöne. Song ist, die reißt mich so, dann könnte ich hier sitzen und so heulen. Und so ging es mir auch in meinem Badezimmer. Es gibt so einen
eine Stelle in diesem Song, das öffnet dann so alles. Sehr schön. Meine Fresse. Auch noch schöner mit dir, Ines. Ganz, ganz toll. Dein Applaus, Fela! Gott, komm, wir machen Bierdeckelchen. Was war dein schlimmster Urlaub? Oh, Zelten auf Ameland. Oh, das war ja, ich bin überhaupt kein Zelttyp und bescheuert über Winter mit so einem Ehepaar. Ich dachte, das schaffe ich nicht. Das war ganz schlimm. Über Winter? Ja, ich war im Winter über Silvester Zelten in Ameland. Das musst du erst mal bringen und ich bin überhaupt nicht gemacht. Und die hatten dann alles dabei. Das war ganz schlimm. Das war ganz, ganz schlimm. Und die Frau hatte die. Okay, war das mit Frank? Nee, es war vor seiner Zeit. Das war okay. Ganz schlimm. Oh Gott, das war lange her. Das weißt du immer noch. Es war so lebendig kalt. Das glaubt man nicht. Ich wollte da unbedingt weg und es war kein Handyzeit, das war ganz, ganz schlimm. Ich hatte schon mal ein paar beschissene, also schon mal hin und wieder. Aber in der Regel eigentlich ganz gut, aber der war wirklich, oh. Bist du geizig? Nee, ganz im Gegenteil. Was? Falls Doppelbett. Was? Doppelbett? Im Bett mit Zeugen. Mit Schlafanzüge, was? Links, rechts. Also tragt ihr Schlafanzüge, links, rechts. Das lassen wir jetzt einfach mal weg. Ach so. Antricht nachts hin, wunderschön. Was? Ja, so ganz alte Retro. Wenn ich er oben will. Und du das untere Teil wahrscheinlich. Ja, ich mit wehende Banane und er macht so mit. Ja, genau. Okay. Wehende Banane ist auch sehr schön. Sind Heteros die schlechteren Designer? Nein, das glaube ich nicht. Nee, das glaube ich nicht. Ich meine, es gibt ja nicht so wahnsinnig viele. Es gibt wirklich nicht viele, ne? Dings ist doch. Wer? Wer ist? Cavalli. Ach, der ist? Der ist, der sieht zwar nicht so aus, aber der ist hetero. Der hat zwei Frauen, glaube ich. Jean-Paul Gaultier nicht, ne? Nee, auch jeder Schritt ein Walzer. Nee, aber, aber es gibt schon ein paar, glaube ich. Ich kenne nur Cavalli. Die habe ich mir mal getroffen auf so einer Veranstaltung, das glaubst du und? Nicht. So, wie spricht man denn mit denen immer Englisch? Die sprechen ja schlecht Italiener. Die sprechen ja wenn nur Italienisch. Schlecht Italienisch oder schlecht Englisch mit italienischem Akzent. Und der war da mit seinem Sohn und der hat so einen Preis überreichen können. Ich habe den nicht verstanden. Der hatte so viel Silikon und Botox, alles drin. Ja, nicht. Das habe ich noch nie gesehen. Wir machen das nie. Komm, wir geben uns das Händchen noch. Auf jeden wir Fall. Machen das nie. Nee, wir machen es nicht. Bis dahin müssen wir es geschafft. Wenn alles zusammengefallen ist im Gesicht, müssen wir es geschafft haben. Genau. Ja, ja. Dann muss man sagen können, die Alternative okay. Ist einfach zu Hause bleiben. Wir müssen es nur küssen. Ja, wirklich. Wir machen es nicht. Ja, wir machen es nicht. Ja, genau. Und wenn wir lassen nur absaugen, sonst ja. Nicht. Nichts im Gesicht. Bei diesen Themen bleiben, wenn wir holen jetzt gemeinsam unseren nächsten Gast an. Wollen wir uns hier mal runterstellen? Ja, sehr gerne. Würde Schluck nehmen? Genau, ich auch. Jetzt siehst du so. Ich wäre gespannt, wenn unser nächster Gast kommt und meine Bluse anzieht, ne? Ob dem steht die bestimmt? Die passt da zweimal rein, bestimmt. Was? Das ist doch ganz schmal, oder? Die ist doch ganz schmal, Conchita. Habt ihr schon gesehen? Die ist so dünn. Die ist so dünn. So dünn. Die sind alle so dünn. So dünn. Wenn du so stehst ist, und so machen wir brauchen kannst, die beiden Mikros, danke. Und das auch. Wollen wir mal anfangen mit der Musik? Uhu. Conchita, Conchita, Conchita. Dein Schick und dein Charme, der gefällt. Conchita, 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 du bist halt die Schönste der Welt. Wunderbares Mädchen, trägst im Gesicht ein Bärtchen. Komm, lass uns nicht mehr warten. Oh no, 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 no. Oh no, 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 no. Begrüß mit mir Conchita! Ja, so kann's gehen. Oh. Und dann noch halb transparent, das musst du machen, ne? Hallo. Guck mal, so jetzt werden wir breiter, so läuft's, ne? Wir müssen wir dürfen das wieder wegnehmen. Ist das durchsichtig da? Ja, aber ich habe die Haare vor. Oh, du ich Schwein. Denke, deswegen gilt es. Sieht du so toll. Auf jeden Dankeschön. Fall. Ach, guck mal. Gut. So, ja. Wir müssen jetzt mal eben den Check machen. Ach so, den Check, ja. Das ist auch noch viel höher, ne? Ja, sehr schön. Ja, wir sind ungefähr gleich hoch sogar. Ja, ich hole Schwestern so ein bisschen. Oh, wie toll. Guck mal, da ist dann halt Frau, ne? Eigentlich haben wir alte Frau, wir sehen junge aus Frau. Wie eine Girlband auch ein bisschen. Ja, gutes Girl, mit der Mutter dann dabei so ein bisschen. Aber nee, sieht ein bisschen aus, von der Größe ist es fast ähnlich. Naja, aber früher hätte ich es auch so reingesteckt, ne? Und jetzt muss halt immer da so Shop. Also hinten geht noch, aber vorne... Aber das sieht fabelhaft aus. Ja, ganz toll. So. Genau. Guck mal, ich würde
sagen, Guido, rein, du gehst da wieder rein, ich würde dann mit dich gehen. Und du, Conchita, sag mal, ich muss dich mal was fragen. Oh, was mache ich denn? Soll du ich sollst doch reingehen. Genau. Das ist auch schon ganz sicher. Ich muss überlegen, was zu machen. Oh Gott, und du kommst mit hier rüber. Gut. Sag mal, die Wurst ist weg, oder was? Sag mal die noch. Die sagt man schon auch noch. Ach, das wusste ich nicht. Da habe ich gerade gedacht, nicht, dass du beleidigt bist. Nein, ich finde das auch besser. Ich reduziere mich jetzt aufs Wesentliche, habe ich mir gedacht. Und ich hatte Conchita irgendwie ein bisschen lustiger kreiert und bin dann draufgekommen, dass ich nicht so lustig bin, wie ich dachte. Und deswegen, ich dachte eben damals daran, dass wir sind ja alle irgendwie lustig, im besten Fall. Mhm. Und alle aber auch seriös zugleich. Und das wollte ich damit auch ein bisschen aussagen, weil wir im deutschen Sprachraum nehmen den Terminus Wurst ja auch für, ist mir egal. Es ist mir egal, das stimmt. Dann hast du jetzt mal überlegt, weil der neue Trend ist ja Bart ab und nur noch einen Schnäuzer machen. Könntest du das vorstellen? Ja. Nein. Hast du mit so einem Pornoball irgendwann habe ich versucht, habe ich auch. In einem Zwischenstadion. Ja, und wie sah das aus? War nicht so toll. Ja? Nein, nicht so schön. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Aber ich bin für sowas immer sehr, sehr offen. Aber für mich ist Conchita die Frau mit Vollbart. Ja, ich habe es versucht, ist nicht so prickelnd. Okay. Könntest du dir vorstellen, Werbung zu machen für Rasierer oder so? Oder Rasiercreme? Es wurde mir angeboten. Ach echt? Ja. Ich bin ja so wahnsinnig originell. Ne? Ja, das wurde mir originell. Und was hast du gesagt? Nein, danke. Weil du erstmal gar keine Werbung machen möchtest? Nee, weil Conchita eine Frau mit Bart ist. Okay. Und deswegen wollte ich, ich habe viele Figuren in meinem Kopf und die auch irgendwie schon ausgelebt, die keinen Bart haben. Aber Conchita ist eben die Frau mit Bart und das bleibt auch so. Ist es bei dir so, dass das ist doch Size Zero, würdest du auch sagen, ne? Ja, das ist Zero. Würdest du auch sagen? Das ist so, wie man sich Victoria Beckham vorstellt. Wenn die jetzt reinkäme, wäre das so. Die wäre auch die. Die hat weniger. Die lacht aber nicht so schön. Die lacht nicht so. Aber musst du aufpassen beim Essen und so? Nein. So, schön. Erzähl uns doch mal. Und wahrscheinlich, du isst auch ganz gerne Burger. Ja. Dann kannst du auch eine schöne Pelle tragen. Die isst auch gerne Burger. Ja. Machst du Sport? Nein. Okay. Das Problem ist, ich weiß irgendwie, ab dem Zeitpunkt werde ich immer unsympathisch. Könnt ihr gehen meine Conchita abholen? Die kleine Conchita möchte aus dem Schwimmbadis abholen werden. Tatsächlich ist natürlich unsympathisch. Kriege ich so schnell Muskeln, dass das dann im Kleid nicht so toll aussieht. So. Ja, aber Dinge, du sagst ja auch, dass zum Beispiel, also eigentlich bist du im normalen Leben ein homosexueller Mann, der eigentlich eine Drag Queen macht. Aber die Drag Queens, die sehr bösen, sagen natürlich, naja, so richtig ist es ja nicht, hat ja jetzt irgendwie einen Bart. Ja, wir Drag Queens stehen ja eigentlich dafür, dass wir so tun, als ob wir wirklich eins zu eins Frauen nachmachen können. Das mit dem Bart, ist das Neid, wenn die sowas sagen? Mein Konzept, gerade in dieser Community, in der ich mich befinde und von der ich auch ein Kind bin, schreien wir immer alle ganz laut, wenn es darum geht, dass wir akzeptiert werden wollen und dass wir alle doch gleich sind. Ja, ja. Und dann verstehe ich nicht, warum man in dieser Welt, in der ich mich bewege, dann auch noch Schubladen braucht. Gerade die Welt. Genau. Und deswegen habe ich für mich gesagt, natürlich mache ich Drag, auch wenn ich einen Bart habe. Und natürlich mache ich Drag, auch wenn ich keine Brüste trage. Und danke für den Input, aber es tangiert mich doch nicht sehr. Okay. Das Dorf, wo du herkommst, die waren ja am Anfang, also das Dorf, sehr konservativ, sehr kleines Dorf. Geboren worden, irgendwie, nee, geboren bist du, glaube ich, noch woanders. Ja. Ihr seid dann da irgendwann hingezogen. Genau. Aber Österreich, konservativ. Ja. Du wahrscheinlich immer schon so ein bisschen der Exot. Und dann ging es aber zum ESC, war auch noch eine Katastrophe. Und dann hat sie aber gewonnen und jetzt finden dich alle ganz toll. Jetzt bist du Ehrenbürgerin. Ja. Kann man sich darüber freuen oder ist das eigentlich verlogen? Also ich nehme diese gespielte Toleranz, die sich viele ans Revier heften, auch. Ja. Weil wenn sie in der Außenwirkung respektvoll miteinander umgehen, ist es mir nicht so wichtig, was sie hinter verschlossenen Türen sagen. Mhm. Zudem räume ich jedem das Recht ein, sich weiterzuentwickeln. Mhm. Und ich glaube, dass gerade in dieser Song Contest-Zeit einfach viele, viele Menschen erst verstanden haben, worum es mir geht. Ja, ja. Und die wenigsten. Toleranzbotschafterin, das Wort finde ich ja so schön. Ich nicht. Ich ja. Ich finde das ganz toll. Vielen Dank. Ja, das war das kannst du kannst aber auch. Musstest du ja, ich spiele das so perfekt. Ist, ne? Was ich so lustig finde, als du rauskamst als Conchita, musste ich auch so zweimal gucken und fand es ungewöhnlich, dass man sich so schnell an diesen Bart gewöhnt hat.
Also das ging so schnell, oder? Am Anfang guckte man doch und mein Auge sagte, das bin ich nicht gewöhnt, ja. Wimpern mit langen Haaren, irgendwie eine Frau, aber dann Vollbart. Und dann brauchte ich noch einmal und dann hatte ich mich extrem dran gewöhnt. Das ist ganz schön, ne? Dass der Mensch doch so umswitchen kann. Das passiert extrem. Also ich merke das auch, wenn ich Menschen zum ersten Mal begegne, die vielleicht auch gar nicht damit rechnen, dass sie mir begegnen, wo ich immer so... Die hat man nicht mehr. Du kommst rein und dann ist das Conchita. Und nach zwei Minuten hat sich das erledigt. Und ich freue mich dann auch, dass viele heterosexuelle Männer mir Heiratsanträge machen. Machen die das? Ja. Gut, sie sind vielleicht ein bisschen betrunken, aber ich finde, das muss man jetzt auch nicht sagen. Du warst in Japan ja auch, das fand ich so lustig. Ja. Und die Japaner scheinen ja so das einzige Volk zu sein, denen es total egal ist, ob du Mann oder Frau bist, sondern die finden das eher... normal und stehen doch hier die auf diese Comic. Ja, ja. Wie heißen denn diese? Manga Girls. Ja. Und sind die Manga Girls nicht auch gar nicht so richtig Mann und nicht so richtig in ihrer Optik? Sind das richtig? Ja, in dieser Manga-Kultur gibt es ganz, ganz viele androgyne Wesen. Also auch da gibt es ja auch viel Zauberei und da passiert es eben, dass dann aus dem Mann eine Frau wird. Ich glaube, bei dir ist es eben der Zauber, was ich so dachte, war, weil es so wenig braucht bei dir, weil du sowas. Du bist so da und deine Augen, das ist so ein Wimpernschlag, dann ist man dir verfallen, weil man, du machst mit deinen Augen und das ist alles aus, die Japaner. Nein, das ist so ein Selbstverständnis. Die sind ja wahnsinnig gemacht, die Japaner. Das ist ja alles Hörnchen drauf und so. Das ist ja schlimm. Was ist das? Hörner und so. Ja, ja. Also ich hatte den Eindruck in Japan, dass die Menschen unfassbar höflich sind. Und nicht, um ehrlich zu sein, ich nicht einordnen konnte, ob das jetzt einfach nur Sitte ist, dass man höflich ist, oder ob sie mich wirklich toll finden. Aber ich muss auch sagen, dass mir in keinem anderen Land oder sonst irgendwo so viel Respekt gezollt wurde. Und die hätten sich wahrscheinlich vorher einen Finger abhacken lassen, bevor sie auch nur im Ansatz eher zu mir gesagt hätten. Und was machen die dann? Dann stehen die da und flippen aus und dann sprechen sie Englisch mit dir, ja. Und du antwortest auf Englisch? Aber ganz viele können gar nicht wirklich Englisch in Japan. Also das war auch... Es ist nur an Himmeln dann wahrscheinlich. Das war, ja, und auch viele haben geweint, nachdem sie mit mir gesprochen. Ich weiß es nicht, ob das was Gutes war oder nicht, aber es wie wir, ja. Alle standen irgendwie so vor mir und haben dann ihre Tränen verdrückt. Und dann hatte ich immer das Bedürfnis, sie zu umarmen. Damit konnten sie auch nicht so. Und du sagst von dir selber, aber du hast eine, wie ist deine Nase, eine ägyptische Königin? Meine Freunde sagen immer freundlicherweise zu mir, ich sehe aus wie eine persische Königin. Mhm. Aber die Nase ist doch total normal. Na, danke, es ist ein Zinken. Ja, ein Zinken. Wenn, man gar, ja, wenn einem gar ja, nichts mehr einfällt, dann sagst du Zinken. Gar nichts mehr, ja. Wo man sagen könnte... Aber man hat ja immer was zu bemerken. Die Nase ist ja dann immer irgendwie, muss immer herhalten. Das tut einem so leid. Aber sie redet ja nicht zurück, von daher. Ja, von daher. Das, glaub ich, aber du hast so Tricks bestimmt, wie man die dann hier dunkler und ja, dunkler. Ja, ja, schon. Also, aber das liegt auch irgendwie an je nach Lust und Laune, ob man gibt sich das. Gibt es andere Beauty-Tipps noch? Also was wir Drag Queens ganz, ganz toll finden, was leider wenige Frauen machen, und ich finde das so großartig, sind diese Instant-Lifting-Stripes. Also ich trage die gerade nicht, aber die klebt man sich an die Schläfen. Aki, könnte man die besorgen? Hebt das Haupthaar und bindet sich den Faden, der daran hängt, um den Kopf und zieht somit das Gesicht. Ah, aber wie sieht das aus? Hat Sophia Loren früher immer gemacht, Lifting. Mit Haar. Ach, das kannst du mit Haar machen. Du kannst es auch ganz stramm ziehen, das Haar, und dann rüber. Ja, das gibt's auch für den Busen sogar. Aber dann sieht das doch schon direkt wieder aus wie eine Fratze im Gesicht, oder? Ja, also vor allem, wenn man da nicht aufpasst, das passiert mir meistens, wenn man dann auf der einen Seite mehr Zug hat als auf der anderen. Du machst das aber manchmal? Aber du brauchst auch gar keinen Zug. Nein, aber manchmal für Fotoshootings sieht das lustig aus. Ja, machst du es dann? Nicht immer, aber wenn es zum Look passt. Sag mal, wo geht der hin, der Faden? Was? Wo? Wo? Hier? Also den klebt man alles. So? Also, und also man klebt hier und bindet es hinten zusammen. Richtig. Und dann frisiert man das Haar darüber. Ist alles warm. Es ist alles ist erlaubt. Nicht schön. Kann man gar nicht mehr richtig pfeifen. Ist Pfeifen in deiner Relevanzliste da vorhanden? Auch ganz weit oben. Ja. Bräuchte ich, glaube ich. Wenn es um Lifting Wie lange geht. Brauchst du morgens im Bad? Kommt drauf an, ob ich einen offiziellen Termin habe oder nicht. Wenn nicht, dann 2 Minuten. Und wenn schon, dann 1 Stunde. Und lebst du denn noch als Tom eigentlich? Natürlich. Als Tom neu wird? Natürlich, klar. Also wenn du morgens Brötchen holen gehst, dann... Genau. Dann mache ich das Tom. Jogginganzug. Mhm. Und erkennen die Leute dich? In Wien schon. Auch ohne alles? Ja, da bin ich einfach auch schon seit 2007 irgendwie, flimmer ich durch die Wohnzimmer. Und deswegen kennt man mich aber sonst eigentlich nicht. Ich habe
zufällig gerade vor einer Woche gelesen, dass Musik in Menschen ja Orgasmen hervorrufen können. Und dann wieso weiß ich das nicht? Ja, das frage ich mich jetzt auch gerade. Das stand in einer sehr seriösen Tageszeitung. Und das fand ich so toll, weil ich dachte, guck mal, wie bei Conchita damals, als es anfing, also Akkordwechsel und Lautstärkeanhebung und so weiter sorgen dafür. Es gibt so Adele-Songs, haben die wirklich nachgewiesen. Das sind dann emotionale Orgasmen. Und bei dir war das wirklich so. Aber da, Moment. Da, 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 da. Ich dachte, ja, das meinen sie. Das meinten sie, ne? Ich hätte Angst gehabt, dass ich von mir selber so ergriffen bin, dass ich diesen Ton schaffe und wirklich so. Das kriege ich auch manche ohne singen. Dann müsste ich weinen und aufhören. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, so ein großer Fan bin ich dann von mir selbst nicht. Aber von dem Lied und deiner Stimme? Von dem Lied, ja. Und deiner Stimme? Daran alle, die hier sitzen, haben immer ein Problem mit irgendwie... Ja, aber das hatte so was. Aber mit ihren nein, ich verstehe das. Ja, das hatte das was war groß. Unheimlich ich war, emotional. Bist gekommen und man dachte, ach Gott, die ist ja irre. Und dann alle haben gedacht, ja. Ach ja, jetzt kommt die mit Bart und jetzt macht die hier. Und dann kann die nicht. Und dann gibst du natürlich Gas und dann waren die platt. Ich glaube, da hat sogar in Aserbaidschan haben die gedacht, oh Gott, die ist die scheißegal, die wählen wir. Und ich glaube, das ist wirklich, was du gemacht hast. Ich war platt. Also das glaube ich ja nicht aus den letzten Gebieten, wo normalerweise nur das Nachbarn Land, waren die begeistert. Und wo Russland ja auch noch damals sagte, nein, und das können wir gar nicht akzeptieren, dass die überhaupt da ist. Oh Gott, wie schrecklich. Oder die Türkei, glaube ich, war auch alles sehr schwierig. Aber das Publikum hat dir immer so viele Punkte gegeben, dass du aus diesen Ländern immer nicht mit null, sondern ich glaube, aus Russland mit sogar auf Platz 3 gelandet bist. Ja, also Russland waren 10 Punkte. Das war auch für uns alle ja, so. Da wusste man doch, was da gewinnen muss an diesem Abend. Also ich fand, das war ganz klar, was da gewinnen musste. Das sagen wir alle. Ja. Ich habe das, also ich habe das gar nicht. Für mich war das eine Riesenüberraschung, ganz, ganz ehrlich. Ehrlich? Weil, ja, weil und das klingt jetzt wahnsinnig wehleidig, aber ich habe meine, seit ich das mache, was ich mache, meine Karriere damit verbracht, nicht zu gewinnen. Und ich war gut darin, den Siegern zu applaudieren. Gibt's nicht beim ESC diesen Moment, also was ich mir nicht mehr vorstellen kann, ist auf einer Bühne zu stehen und dann sagen die so nach 3, 2, 1, alle Kameras an, 900 Millionen Menschen auf der ganzen Welt sind jetzt da und jetzt, ich würde mal sagen, enttäusch uns nicht, Conchita. Genau. Also was wirklich auch die, was wirklich toll ist, die Nerven zu haben. Das eine ist die Stimme und das Lied und alles, was andere ist ja wirklich die Nerven zu haben. Du warst auch so gerade, du hast da so gestanden mit so einer Kraft. Ja. Das war schon irgendwie, ich fand, das war ein irrer Moment. Ich bin froh, dass ich es gesehen habe. Hast du geweint? Ja, ich war so stolz auf dich. Das war's. Ich habe gedacht, ich mochte es besonders, als ich dachte, Mensch, endlich einmal halten die alle zusammen. Ja. Einmal zeigen die, dass die wirklich, dass die sich gefangen nehmen und dass die frei sind. Dass die wirklich mal eine Künstlerin oder einen Künstler wirklich so nehmen, wie er ist. Und als du dann noch, als du es dann hattest und gesagt hast, we are unstop, dachte ich, jetzt liebe ich dich für ewig. Und das muss ich sagen, das war schon was Großes. Und da haben viele Leute, glaube ich, viel gelernt an dem Abend. Das war wirklich so, alle waren ja high. Und ich war 3 Tage später in Österreich. Man war high. High. Und das war wirklich so schön. Das, ich glaube, du hast für Österreich so viel gemacht. Ich glaube auch. Da war auch so viel Elend zwischendurch. Und das war nicht alles klar. Gerettet. Wollt ihr schon mal Bierdeckelchen ausschreiben? Aber ihr habt wahrscheinlich schon ganz fleißig. Guck mal, der Frank, Herr Mutters hat zum Beispiel schon Kärtchen geschrieben. Ah, mein Hast du, wie viel hast du geschrieben? 2? Der hat bestimmt was Gescheites. Meinst du, du erkennst die Karten, die Frank geschrieben hat? Ich könnte, also an der Schrift auf jeden Fall. Ich würde denken, es ist gescheit. Ich hoffe es. Wir haben ein Lied geübt. Wir haben ein Lied geübt. Und wir konnten es eigentlich beide nicht. Doch, du konntest es und ich auch. Aber du hast es live noch nie gesungen. Das ist wahr. Wir werden sehen, wie es jetzt... Und es ist so spannend und wir hatten so Spaß. Ja. Weil es so toll ist. Ich habe es auf CD gehört und da ist es natürlich sehr durchproduziert. Und ich dachte, oh Gott, hoffentlich kriegen wir das irgendwie hin. Wir brauchen unsere Mikrofone. Vielen Dank. Sehr schön. Bist du ein bisschen aufgeregt? Ich bin aufgeregt. So, sitzt die Bluse? Ja. Ach, ist auch egal. Ina, bitte. Fangt an, Musik zu machen. So, jetzt singe ich aber. Remember what your daddy used to tell you about the so-called nice boys that keep on coming round? He said they let you down. At 21, I bet you've seen a little heartache, but when you're 22, it's time to learn from your mistakes. But you don't expect the pain by the time you get to my age. Tell me. Just plain wrong, so wrong. Lay
classes, he adapted virtual and digital. I spend almost every night searching every single site, and I'm bored. Said he was witchy, but I couldn't love it. His jokes, he made me pay for dinner while he claimed he was a CEO. But he still lives with mom. Oh no. Alter, man muss auch verlieren. Ja. Weißt du, man muss einfach sagen, mach doch. Guck, was soll ich mir da was hin? Habe ich geschwitzt? Warum habe ich geschwitzt und Sie nicht? Man weiß es nicht. Wir machen, darf ich mich denn wieder hinsetzen? Ja, wir gehen jetzt hier rauf und wir machen jetzt etwas Tri-mäßiges, kann man glaube ich sagen. Indem wir das vielleicht jetzt mal wegtun. Die Bierdeckelchen, das sind noch, glaube ich, die für Guido. Und dann würde ich sagen, wir setzen uns aber jetzt hier oben drauf und würden noch so ein bisschen plaudern. Und wir machen das folgendermaßen. Und für mich ist es ein leichtes. Ich gehe über deinen Kopf und Guido geht über meinen Kopf. Oh, ich drehe hier vorne. Du. Ja, das habe ich, aber ich muss mich drehen. Ich gehe ganz weit runter. Ja. Wir beiden. Das war sehr schön gemacht. Das liegt daran, wir drehen besser. Das habt ihr sehr schön das gemacht. Das ist es. Jetzt kommst du noch mal mit deinem Solo. Warte, du genau. Machst jetzt Solo einmal. So überquer und dann einmal. Das ist doch so schön. Kinder. Oh, juhu. Jetzt ist, guck mal, das ist nicht nur zum Spaß hier. Nein, es ist auch Arbeit. Was steht bei dir immer im Kühlschrank? Meine Bodylotion. What? Also, ich dachte, Bodylotion? Ach, du hast das gerade, Gefühl? Ja, gerade im Sommer war ich das. Ehrlich? Und dann musst du mal nett durch die Wohnung zum Kühlschrank. Richtig. Und dann die Lotion holen und dann wieder... Das mache ich. Hut ab. Stimmt es, dass du in diesem Hochzeitskleid, was du von Jean-Paul Gaultier getragen hast, so Striemen hattest, weil der dich so festgeschnürt hat? Ach, das habe ich immer, ja. Was? Mhm. Das ist nicht schön, ne? Naja, aber, das manchmal muss das einfach auch sein. Ja? Ja. Und musst du auch immer so Sachen anziehen... Dass du immer noch so Taille bekommst? Also inner müssen tue ich gar nichts. Oder so. Aber ich liebe es. Ja? Ja. Ich mag das schon sehr gerne. Und das ist auch so glaube ich, ein kleiner Fetisch, wenn man Drag macht. Dann ist man sich schon dessen bewusst, dass das auch ein Stück weit wehtut. Aber das ist nicht jammern. Das ist einfach nur, weil wir das auch, um die Illusion in unsere Wahrheit so gut als möglich aufrechtzuerhalten. Kannst du Bitchfighten? Nein, ich bin ganz schlecht. Das ist ein Bitchfighten. Naja, ich bin so unmodern. Naja, also zum Bitchfight gehören mal zwei Bitches. Und wenn dann eine anfängt, dann macht die andere weiter. Und ich bin da ganz schlecht, ich bin nicht schlagfertig. Was müsste man machen? Dann müsste ich sagen, ich weiß nicht, aber wenn ich diese Wimper, sowas. Und dann würdest du
Über meine Wimpern sprechen? Ich weiß es nicht. Siehst du, ich bin wahnsinnig unerfahren. Ich denke, ich würde weinen. Ist auch nicht, das, ja, siehst du, ist auch nicht schön. Nervt es dich, wenn schlimme Trümmertransen versuchen, deinen Style nachzuahmen? Nein, ich finde es schön. Ja? Ja, mir macht es Spaß. Ich habe zum Fernsehen mal gesehen, hat jemand dich nachgemacht. Ja. War aber viel mächtiger als du und dadurch sieht es halt dann einfach immer gleich leider bekloppt aus. Ich habe in New York eine gesehen, ganz schön. Sonntag die war denn schön? Die ist schön. Ganz schön war die. Die lief da durch, dachte ich, ach guck mal, die Conchita ist da. Die rannte durch den Central Park und alle haben geguckt mit so einem wehenden Teil. Sehr schön. Toll. Ja, dachte ich. Im Central Park trägt man auch Chiffon. Ja. Das macht man so. Wie viele Rippen hast du dir entfernen lassen? Das müssen wir nicht beantworten. Gerade schwer, genug, ne? Damit ich noch aufrecht gehen kann. Pinkelt jetzt Conchita im Stehen oder im Sitzen? Lass mich raten. Bitte. Ich würde sagen, Tom geht aufs Männerklo, Conchita aufs Frauenklo. Ja. Tom im Sitzen und Conchita im Sitzen. Richtig. Punkt. So, dann haben wir das auch schon mal gehabt. Ich kann, also es ist mir nicht möglich. Es ist mir nicht möglich, auch selbst wenn ich es versuchen würde, ich kann, vertiefen wir das nicht. Würdest du, wenn jetzt zum Beispiel, wenn du manchmal alleine bist, geht dann die Stimme auch manchmal so richtig runter und sagst, oh Mann, also ich sitze die Wimper ab und die Wimper und ich sitze oh, schon auch so da. Mann. Aber wenn ich diese Stimme machen müsste, wäre das anstrengend. Das wäre gar nicht deine Stimme. Nein. Ne? Also, da, also so die ich jetzt ist höre, ist deine Stimme. Genau. Ist die eigentlich höher als meine? Würdest ja. du sagen? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Ich würde sagen ja. Oh mein Gott. Ja, es ja aber ist ich so, finde, find, dass eine dunkle Frauenstimme mehr Sexappeal hat. Ich finde, dass zu helle Frauenstimmen einfach unglaublich nervig sind. Deswegen ja. bin ich ein bisschen froh, weil ich so viel sabbel. Wenn das aber hochfrequenzig wäre, dann wäre es, glaube ich, nicht auszuhalten. Dann wären wir jetzt alle schon zu Hause, glaube ich. Ich habe eine Nachbarin in Spanien, die Tochter, die kriegt nie einen Typen. Die hat jetzt einen aus dem Libanon, aber die Stimme hältst du nicht aus. Stimmt's, Frank Sandra? Die ist wirklich so, aber Frank das schaffst du nicht. Wenn die spricht, dann ist Feierabend. Da haut jeder ab, selbst die Hunde rennen. Das ist ganz schlimm. Aber ich habe gerade wieder gelesen. Es gab wieder, aus, aber ne? Es gab wieder Umfragen, wo festgestellt wurde, dass zum Beispiel bei Männern die Stimme von Heidi Klum als eigentlich angenehm empfunden wird. Und das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das kann doch nicht angenehm sein. Denn du hast sie zu Hause. Hab die gar nicht aufgeräumt. Das kann man doch nicht aushalten. Wie wirklich? Aber wurde in der Umfrage als angenehm empfunden. Unter anderem. Okay. Auf jeden Fall habe ich eine tiefere Stimme als Conchita. Das finde ich, da halten wir auch mal fest heute Abend. Singst du in der Badewanne? Ja. Und ja, laut, immer. Schön. Ständig. Also oh, jeden Morgen auch in der Dusche. Da hat sich aber hier einer. Das ist auch schon nicht was gemeint. Kannst du dir ein Leben mit Guido vorstellen? Wir kennen uns wir zu kennen wenig. Zu wenig. Warum eigentlich? Ich weiß nicht, wir haben nie. Ich habe immer nur gehört, gab Leute, mit denen du gearbeitet hast. Und die haben gesagt, ach, das ist ein ganz netter. Und mit dem kann man ganz schön arbeiten. Das habe ich oft gehört, wenn Leute mir das erzählt. Aber nie getroffen. Bist du lieber Filet oder Currywurst? Alles. Oh. Mit wem würdest du gern ein Duett singen? Cher. Hast du ein künstlerisches Vorbild? Ja, ich bin aufgewachsen, Shirley Bassey zu hören. Oh, die habe ich mal kennengelernt. In Monaco. Die lebt ja auch ja, dort. Ja, ja, ja. Die hat gesagt, die ist irgendwie speziell. Ja. Wie alt ist sie denn heute? Ich fand, das kann man nicht mehr schätzen. Irgendwie unter 100, aber über 80 fand okay. ich. Irgendwie sowas. Also die war aber sehr so... Oh. Aber ich habe mal ein Interview gesehen, was ich bei dir liebe, ist, die hat eine sehr, sehr scharfe Zunge. Ja, ja, die, ja. Ist die kriegt man im Alter, glaube ich. Das finde ich die toll. Hat viel erlebt, als schon vor Ort ja, so. Erzählt von ihrer ersten Ehe. Aber die Stimme ist extrem gut. Hat die nicht auch irgendeinen, glaube ich mal, die hat auch viel erlebt in der Jugend, aber die ist heiß, oh, die Stimme auch. Du sagst, hat die nicht auch einen Mann erschossen und guckst Frank an dabei? Weil Frank immer alles weiß, wer also, was ich dachte, bei Frank auch irgendjemand erschossen hat. Der hat sie, glaube ich, mal erzählt und ich dachte den ganzen Abend, das ist eine Mörderin und das stimmt, glaube ich, gar nicht. Aber es ist alles Gossip, glaube ich. Besitzt du einen Selfie-Stick? Nein. Eine Selfie-Stange ist das, nein, ne? Naja, ja, nein. Nein, ich habe mal einen Freund dabei assistiert, als er vor versammeltem Badestrand auf Mykonos in seiner Mini-Schlüpper-Badehose, die einen großen Katzenkopf auf seinem Gemächt trug, mit seinem Selfie-Stick assistiert, weil er es nicht geschafft hatte. Und ich dachte mir, das sieht so erbärmlich aus. Alle Jungs gucken dich an und du drehst dich hier im Kreis damit. Gib mir dein Handy, ich mache ein Foto. Deswegen, nein, keine Selfie-Sticks. Aber die Fans, wie sind die mit dir? Die wollen schon alle immer ein Selfie. Ja, aber da brauchen wir selten einen Stick. Dann? Nee, das ja. ist klar. Braucht man dann selten. Ja. Ach, Leute,
Ich glaube, dass ich wieder ganz viel über euch erfahren habe. Ich freue mich so, dass wir kennen uns ja eh schon lange. Und irgendwann machen wir das mit der Mode. Sehr und das mit dem Duett solltest du dir überlegen, ob du es nicht doch mit mir machen willst. Weißt du, aber ich, scheiß doch auf Cher. Ja, scheiß auf Cher, muss man jetzt auch mal sagen. Ich würde jetzt sagen, wir hören eine Sängerin, die... Du bist zum zweiten Mal da, du zum ersten Mal, aber sie ist zum dritten Mal da. Warum? Ich kann es nicht lassen, weil ich so Fan bin. Und sie hat jetzt ein neues Album gemacht und das ist auch noch wieder so toll. Ich könnte mich übergeben, dass immer alle so toll sind. Und zwar vor Glück könnte ich. Können kotzen vor Glück. Begrüßen wir mit Kate! Toll, toll, toll.